Ja, es geht leider weiter. Erzähl mal. Ja, ich bin hinten, wo die Bundesstraße fehlt, bin ich mal etwas weiter gelaufen. Zu Fuß kommen wir noch einigermaßen durch. Da ist eine Gaststätte. Die haben da eine 91-jährige blinde Frau im Haus wohnen. Die wissen nicht, wie sie es machen sollen. Die wünscht sich ein Dixie. Ich versuche da gleich mal irgendwie eins hinzukriegen. Und anscheinend wird sie wohl auch geplündert, weil der Mann sagt, wir haben die ganze Nacht auf der Terrasse geschlafen mit zwei Hunden dabei, haben Feuer gemacht und hier müssen irgendwelche Leute rumlaufen. Also die Hunde haben wohl permanent angeschlagen und der hat echt Angst. Da kommen jetzt noch fünf Bekannte, die dann mit übernachten. Also das ist unglaublich. Und die haben auch kein Dixi-Klo? Nee, haben die nicht. Das ist doch unglaublich. Er und die Firma, die jetzt hier weggeschickt werden soll, soll den Verbindungsweg ja dahin machen. Das ist nicht erwünscht. Das ist unnötige Arbeit in deren Augen. Oh weia, ey. Ja. Das ist nicht mehr normal hier. Also ihr kriegt jetzt mal alle live mit, was hier in Wirklichkeit los ist. Ja? Also THW vorhin, die mit allen Autos runtergefahren, die sind mit 10 LKWs falsch um die Einbahnstraße rein. Die haben ja hier anderthalb Stunden lang alles lang. Ja, hier ging nichts mehr. Nichts mehr. Unglaublich. Unglaublich. Ey. Also die gelben Lampen, die räumen, die blauen, die behindern hier. Das ist so. Ja. Okay, danke dir. Ne? Ja. Ich muss mal hier ein paar Sachen regeln.